Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von The Evil Within. Ja, wir sind hier immer noch in diesem lustigen Krankenhaus, haben jetzt aber einen Begleiter dabei, der auch eine Schusswaffe hat und auf ins Gemetzel. Ja, ich... ich weiß nur nicht, was ich für Waffen nehmen soll. Oh. Wobei, ich glaube, ich nehme jetzt doch mal die Armbrust. Mit Brandbolzen haben wir nur noch einen. Nur damit mal nehmen. Gucken, ob wir uns an den Rand schleichen können. Ich lasse das Licht jetzt auch bewusst aus. Gut, da steht keiner. Ist das nur der eine oder ist da noch einer? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Scheint nur der eine zu sein, wa? Oder liegt da noch einer am Bett? Sieht so aus. Hat er uns jetzt schon gesehen? Anscheinend noch nicht. Ob der uns hier sieht? Du stellst Fragen, das weiß ich doch nicht. Ich versuche das mal, wenn er uns sieht, dann ist eh kacke Arsch. Ja, dann nützt dir am Wurst auch nichts mehr, weil du zielen musst. Wow. Okay, das hat gut geklappt. Ja, hast in jedem Bett hast du was liegen. 4 Stück. Aber die können wir abfackeln. Ja, dann fackel sie ab. Ja, warte, ich fange aber vorne an, weil wenn ich den hier in der Mitte abfackel, dann kommen sie ja alle, dann stehe ich ja mittendrin. Okay. Gut, dass wir so viele Streichhölzer haben. Okay. Ich denke mal, wenn die Truller uns gesehen hätte, dann wären die aufgesprungen. Da gehe ich mal schwer von aus. Sein. Ist das echt so ratsam? Ich mach's schon allein aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe. Gut, damit haben wir dazu weit schon mal gesagt. Danke, Joseph, für nix. Was hätte er denn machen sollen? Na, im Grunde nicht. Der muss auch okay. Am Leben bleiben. Ja. Wobei, den können wir heilen, ohne dass wir da Medipacks verbrauchen. Wenn du die Zeit dafür hast, ja. So, ansonsten... Glibber haben die nicht hinterlassen. Doch, da hinten liegt... Und hier liegt auch was. Eine Granate oder so. Sehr schön. Und Glibber. Von der Glibber-Oma. So, da geht's durch. Das ist auch der einzige Weg, so wie es ausschaut. Aha. Munition. Ja, 4 Schuss sogar. Ich werde bekloppt. Schick. Wir haben es ja fast schon wieder. Die Armbrust haben wir wieder nicht gebraucht, ne? Ne. Ist egal. Okay. Wobei ich nicht glaube, dass das Ding mit der Armbrust zu aktivieren, ne? Ich glaube eher, da brauchen wir was anderes für. Da ist eine Wand, also, ne? Wenn du die Armbrust hättest benutzen müssen, wäre es jetzt wahrscheinlich tot. Da ist eine Wand und ein Raum. Hier ist was Brennbares. Ach. Eine Treppe. Okay. Wir gehen erstmal hier in den Raum, würde ich sagen. Wobei, wir gehen in den Raum. Schauen wir mal, was wir hier haben. Fünf Streichhölzer nur noch. Ja, zurückgehen, um die anderen zu holen, kannst du ja nicht mehr. Okay. Da ist Glibber, aber das ist schon wieder so ein relativ... Ja, diesmal hat es geklappt. Man muss nur nah genug rangehen. Muss erst einmal anbomseln, ne? Ja.
Der hat mich ein wenig irritiert. Was haben wir da? Oh, Munition. Munition ist gut. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Okay. Hier ist... Das ist nichts. Ich finde, wenn ich so laufe, sehe ich wesentlich besser, als wenn ich so laufe. Naja. Weil das Licht dann einfach besser ist. Ich dachte, das hätte gerade geglitzert wegen Munition oder so. Was haben wir da? Eine Spritze! Das ist ja spitze. Ich weiß, der war ganz schlecht, ne? Der war so schlecht. Okay, damit haben wir den Raum dann auch schon mal abgeklärt. Was war das mit dem schlechten Witz, den du mir da gestern erzählt hast? Der war so schlecht, den habe ich schon wieder vergessen. War das gestern? Ja. Nee, den habe ich dir nicht gestern erzählt. Oder vorgestern, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der mega schlecht. War da nicht irgendwie was mit einer Disco oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass er schlecht war. So, dann haben wir hier noch so. Da ist nichts. Aber schlechte Witze vergesse ich immer ganz schnell wieder. Den habe ich ja auch nicht erfunden, das war der Zuschauer. Ja. Okay, hier ist soweit auch nichts. Erfunden hat der den bestimmt auch nicht, der hat wahrscheinlich auch irgendwo gehört. Ich weiß es nicht, wir kriechen mal hier die Treppe runter. Oder sollen wir das... wobei... Was heißt dein Kollege ist glaube ich schon vorgelaufen, ne? Ne, der steht da hinten noch, hier. Da. Da. Ach, da. Ah, da? Aha. Na denn. Boah, was ist das so hell hier? Was geht? Irgendwas blinkt da. Der Türknopf. Das sind Sprengfallen an der Tür. Oder das ist einfach nur ein Knopf, den wir drücken müssen? Na, guck dir die Tür doch mal an. Ach, du Heilige. Da wirst du kräftig entschärfen müssen, denke ich mal. Ansonsten kracht und scheppert das mal ganz gewaltig. Alles nur das nicht. Oder der Joseph geht da dran und ich muss ihn beschützen. Dass hier gleich ganz viel kommt. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Da passiert mit Sicherheit was. Ich kann aber auch keine Waffe gerade wechseln. Hat's aufgekriegt. Das war zu einfach. Das war viel zu einfach. Und vor allem rennt er einfach weiter. Wobei der da aber auch steht, als ob da gleich was kommt. Die Tür geht mit Sicherheit hinter uns zu. Liegen da Streichhölzer rum? Nee. Ist ja gar nichts. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Joseph. Nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Ach, habt ihr das auch schon erkannt, dass hier etwas sehr Merkwürdiges vor sich geht? Das ist, jetzt fängt er schon wieder an zu röcheln. Oh man, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass der sich zu irgendeinem Boss entwickelt. Oh, wir können doch mal mit ihm sprechen. Mir geht's gut, keine Sorge. Okay.
Hört sich nicht so an, aber ich glaube das mal. Da ist soweit überall nirgendwo was. Dann gehen wir mal da weiter. Das ist ein Herd. Was steht hier? Ein Herd und Badewannen rum. Der Herd zum Wasser aufheizen. Okay, da geht's hoch. Boah, ist das dunkel. Dann gehen wir mal hoch. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ist das Ende? Ja. Das wollte ich jetzt zwar nicht direkt hoch, aber naja. Was haben wir denn da? Irgendwelche Bilder? Okay, er kommt auch hochgewackelt, das ist schon mal ganz gut. Oh, Harpunen! Und ein Speicherraum! Oh. Und ein Kartenfragment. Ja. Das Kartenfragment 9. Ach du Scheiße. Schranklicht auch noch was. Haben wir aber schon ein paar verpasst, wa? Ja, nee, wir müssen jetzt nicht weiter, mein Freund. Jetzt mach keinen Stress hier. Ich hab Streichhölzer. Und wir gehen jetzt erstmal skillen. Ich würde sogar schon fast sagen, wir skillen dann nochmal die Bolzen, wa? Damit wir den auch noch mitnehmen können. Oder was meinst du? Ja. Haben wir einen Schlüssel gefunden? Ja, ne? Ja. Bei der Ratte. Den Rattenschlüssel. Aber finde ich gut, dass man mit der Musik immer den Hinweis kriegt, da ist wieder was. Ja, aber hier ist über irgendwie... Hätte hier nicht irgendwie auch was sein sollen mit Tagebuch oder so? Hatten wir das sonst immer? Anscheinend nicht. Ja, nicht immer. Da kommt hier bestimmt wieder irgendein Horror. Schon wieder hier hinten, ich freue mich. Ich hab's gewusst. Was hast du gewusst? Wir 5 Kartenfragmente hingen an der Wand, ne? Mhm. Wenn wir jetzt schon das 9. haben, dann haben wir auf jeden Fall 3 Stück mindestens verpasst. Tja. Jetzt ist die Tür auch hier wieder auf zu unserer Zelle. Die ist zu, ne? Ja, die ist zu. Okay. Aber auch hier ist wieder nichts Neues. Okay. Begrüßt die Tante uns wieder. Fühlen Sie sich besser? Naja, hier gibt es wieder eine Zeitung. Patienten sprechen von Missbrauch. Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch. Missbrauch nur Spitze des Eisbergs. Patienten der Beacon Nervenklinik behaupten, dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht werden. Mhm. Okay. Ich hab's ja geahnt. Ja, ist halt normal, so zu Psycho-Heilanstalten. Okay, die Tulla, die ist hier nur zum Speichern, das machen wir gleich auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auch ganz gut durchgekommen hier, durch das Gebiet. Machen die Tür eben auf, gucken uns die Karte nochmal eben an. Jetzt mit Fragment Nummer 9. Und dann darfst du gleich wieder entscheiden. Hm. Was wir aufmachen. Wo ist es denn? Wir können ja mal gucken. Können wir überhaupt mal gucken? Ne, wir können gar nicht mal gucken. Was haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jetzt sind 6. Tja. Der hat ja gesagt, wenn wir alles finden, dann könnte ja was passieren. Das werden wir aber nie nicht schaffen. Hm. Weil wir haben ja schon einige verpasst. Ich hasse, wie ich schon mal sagte, ich hasse das. So Gebiete, die einfach verschwinden. Wo man einfach nicht wieder hin kann. Das können wir auch noch nicht sammeln. Sag was. Rechts, links? Links. Also wieder hier. Ja. Und wo? Oben links. Also da. Ja. Okay. Was haben wir denn da? 20 Schuss! Yeah! Oh. Bin ich gut oder bin ich gut? Jetzt ist die Frage, skillen wir wahrscheinlich dann die Patronen nochmal skillen, ne? Auf jeden Fall. Sag danke, Schatz. Danke, Schatz. So. Wobei Schrotpatronen hätten mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Du bist doch mit nichts zufrieden, ey. Ja, Schrotpatronen haben wir im Moment weniger.
Okay, erstmal skillen. Vorrat an normalen Patronen, damit wir auch mehr mitnehmen können. Reserve. Kostet 2. Ja, das können wir auf jeden Fall machen, oder? Ja. So, jetzt haben wir noch 9000. Dann hatten wir, glaube ich, Qualenbolzen wollten wir noch mehr haben, ne? Kostet 5000, haben wir noch 4000 über. Ja. Sollen wir machen? Ja. Machen wir. Das ist jetzt eh Maximum. Ja, das ist doch schon mal gut. Da haben wir schon zwei Sachen Maximum. So, wie schaut's denn da aus? Schadensmultiplikator 12.000. Ihr wollt's mich doch verarschen. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Kritisch geht nicht. Sollen wir mal Genauigkeit machen? Hm. Ja, eigentlich ratsam, ne? Mhm. Warte mal, wir gucken noch mal eben kurz bei Fitness. Das wäre 2.000 für mehr Leben. Dann würde das aber nicht mehr gehen, ne? Doch, würde auch noch gehen. Sprinten tun wir sowieso so selten. Spritzen, Wirkung. Nahkampfschaden will ich nicht. Nehmen wir den einmal, ne? Ja. Sind zwar, obwohl 10 Lebenspunkte, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Wir nehmen es trotzdem mal mit. So, und jetzt ist die Frage. Ja, müssen wir eigentlich nehmen, die... Boah, krass, wie kritisch wir schon sind. Müssen wir die Genauigkeit nehmen, ne? Ja. Vielleicht treffen wir dann besser. Jetzt haben wir noch 500, das ist gut. Kommt natürlich auch immer an, wie du zählst, ne? Bitte? Kommt natürlich auch immer drauf an, wie du zählst. Ich weiß gar nicht, sieht man das jetzt, einen Unterschied? Ich weiß nicht, der wackelt immer noch so komisch. Naja, aber wir können jetzt die Munition mitnehmen. Zumindest deswegen das... Deswegen trittst du die Tür jetzt auch auf. Ja, ich hab's ein bisschen eilig. So, jetzt haben wir davon 26 Schuss und immer noch 12 Stück hier in Reserve liegen. Mhm. Dann haben wir hier noch, glaube ich, einen Bolzen, ne? Mhm. Warte mal, ich stelle mir gerade die Frage, wenn wir jetzt die Armbrust auswählen... Und dann die Bolzen, dann können wir den noch mitnehmen. Hm. Haben wir das auch schon mal. Da oben, das ist zu, ne? Mhm. Ja. Und dann haben wir jetzt nur noch das da. Die Munition. Ja. Brauchen wir neue... Brauchen wir auf jeden Fall neue Waffen. Die nächste Erweiterung auch wieder Munition auffüllt oder so. Mhm. Gut, jetzt gehe ich speichern. Weil lassen wir den Quatsch dann nicht nochmal machen müssen. Das ist eigentlich mal ganz gut. Erst die Sachen machen und dann speichern. So, was haben wir denn da? Innere Tiefen. Immer noch. Annehmen. Es ist schon 6:30. Mhm. Okay, damit haben wir das soweit fertig. Dann heißt das ja für uns, wir können weiter. Und wir haben endlich wieder Munition. Ich bin begeistert. Ich guck nochmal eben kurz durch. Müssen wir da mal... Nein, nein, nein. Da wollte ich den reinpacken. Die laden wir auch am besten mal nach eben. So, damit haben wir das schon mal. Das war der falsche Knopf. Dann wollte ich die einmal... Wobei, da sind ja noch 2 Schuss im Magazin drin. Ne, dann hat sich das erledigt. Aber die... Ne, auswählen will ich die auch nicht. Gut. Dann würde ich sagen, raus hier. Sehr schön. War sehr erfolgreich. Und wir können gleich noch einen Bolzen draußen mitnehmen. Wobei wir eigentlich auch sehr selten mit dem Bolzen schießen, ne? Eigentlich nur für große Viecher. Macht der Bolzen nicht da? Ne, der lag hier draußen. Hier links. Da. Ja. Hervorragend. Ja, liebe Freunde, und das war es auch schon dann wieder für diesen Part hier gewesen. Wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet und schaltet doch einfach morgen zum nächsten Part von The Evil Within wieder ein. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane. Und ich bin Lady Angel. Wir sind für heute raus. Ciao.